Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch eine neue Version vom Card Duplication Glitch zeigen. Ja, diese Version ist leider nicht solo, aber dafür braucht ihr keine persönlichen Kennzeichen. Das heißt, alle Kopien, die ihr erstellt, werden alle saubere Kopien. Ja, was braucht ihr noch? Ihr braucht auf jeden Fall eine MOC. In der MOC muss ich dann im besten Fall dann ein Allergy befinden. Ebenso braucht ihr noch ein Casino mit einer Casino Penthouse Garage. In der Casino Penthouse Garage muss ich dann das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Einfach ein Easy Classic duplizieren, kein Deluxe oder sonst was duplizieren, einfach ein Easy Classic. Und ja, ebenso braucht ihr noch einen Nachtclub. Im Nachtclub braucht ihr eine Terabyte. Und ja, dann braucht ihr noch Allergies in irgendwelchen Garagen. Ja, so viele Allergies, so viele Autos, wie ihr duplizieren wollt. Und ja, stellt dann euren Fahrzeugzugang noch auf Beifahrer. Und ich würde sagen, wenn ihr dann soweit alles vorbereitet habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Geht zuerst einmal in eure MOC rein, holt schon einmal den Allergy raus. So, was wir jetzt machen ist, wir fahren vor der Casino Garage, lassen unseren Freund einmal einsteigen und fahren dann mit dem Freund einmal ins Parkhaus rein. Ganz wichtig, ihr müsst ins Parkhaus reinfahren und nicht in die Penthouse Garage. Ja, unser Freund steigt einfach wieder in unser Auto ein und bleibt jetzt die ganze Zeit im Auto sitzen. Mehr muss er nicht machen. So, wir begeben uns jetzt zu unserem Nachtclub. Wichtig ist, ihr dürft kein persönliches Fahrzeug benutzen. Ihr könnt euch NPCs Autos benutzen oder CO Buzzard oder den Sparrow könnt ihr benutzen, aber kein persönliches Fahrzeug. Einmal zum Nachtclub begeben. Dort beim Nachtclub angekommen, gehen wir dann in den Lieferanteneingang. Wir rennen einmal zur Terabyte hin, steigen ein. Sobald wir jetzt eingestiegen sind, drücken wir dann Steuerkreuz nach rechts und die Options-Taste gleichzeitig. Dann wieder auf Kreis, aussteigen und dann können wir den Nachtclub auch einfach wieder verlassen und begeben uns wieder zum Casino. So, dort beim Casino dann angekommen, gehen wir diesmal in die Penthouse Garage. Wir begeben uns zu diesem Auto, was wir uns duplizieren wollen, steigen einmal ein. Und da wir uns jetzt gerade sozusagen verglitscht haben mit dem Terabyte, können wir jetzt auch in dieser Garage hier rumfahren. Wir fahren einmal so zum Ausgang hin. Steigen aus, schnappen uns ein anderes Fahrzeug und blockieren mit diesem Fahrzeug dann die Fahrerseite. Wir können jetzt mal gucken, ob es jetzt auch funktioniert, indem wir einmal Dreieck drücken, sobald wir jetzt direkt reingeportet werden. Ist auf jeden Fall wunderbar. Wir begeben uns jetzt zum Ausgang, drücken dann jetzt X und Dreieck gleichzeitig, dann sollten wir dann mit dem Auto draußen spawnen. Wenn ihr jetzt ohne Auto draußen spawnt, müsst ihr einfach diesen einen Schritt dann nochmal wiederholen. So, jetzt draußen angekommen, öffnen wir einmal das Handy, rufen den Mechaniker an und bestellen uns irgendein Allergy aus irgendeiner Garage. So, ihr werdet jetzt aber merken, dass das Auto nicht kommt, ist auf jeden Fall perfekt. Wir sagen jetzt unserem Freund Bescheid, dass er aus dem Auto aussteigen kann. Und sobald unser Freund aus dem Auto aussteigt, werdet ihr auch sehen, dass sich das Kennzeichen ändert. Und jetzt haben wir auf jeden Fall schon die erste saubere Kopie. Als nächstes fordern wir wieder unsere MOC an. Wir fahren dann einmal in die MOC hinten rein, Steuerkreuz nach rechts. Und damit haben wir das erste Auto schon abgespeichert. Der Allergy, der eben in der MOC stand, der steht jetzt in der Garage, wo ich eben den anderen Allergy gerade hier angefordert habe. So, wir gehen einfach aus der MOC wieder raus. Und ja, wenn ihr euch jetzt eine zweite Kopie machen wollt, dann ruft einmal den Mechaniker an, fordert euch zunächst wieder irgendein Allergy. Begebt euch dann mit dem Allergy in die MOC. Jetzt steht der Easy Classic, steht jetzt in dieser Garage, wo ihr jetzt gerade den Allergy hier angefordert habt. Einfach dann wieder rausgehen. So, ich kann euch auch erstmal zeigen, dass es auch geklappt hat. Ich rufe jetzt einmal den Mechaniker an. Ihr seht unten, da steht jetzt der Easy auf dem Platz. Ist auf jeden Fall perfekt. Und wenn ich jetzt hier in die Casino-Garage gehe, steht auch mein originaler Easy. Und ja, wenn ihr jetzt dann die zweite Kopie machen wollt, dann wiederholt einfach wieder die gleichen Schritte. Fahrt den LG wieder raus aus der MOC, lasst euren Freund einsteigen, fahrt dann ins Casino rein
einfach die gleichen Schritte wiederholen. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.